Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Bevor wir loslegen, ich muss mal ganz kurz eintrinken hier, warte mal. Ah. Herrlich. Yo, jetzt können wir reden. Also, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute nochmal eine Folge Challenges tatsächlich. Das ist jetzt Folge 180. Und 181, da geht es dann richtig los. Und zwar mit den ganzen Gemeinheiten, die ihr auf Discord als Strafe für mich ausgewählt habt, damit, weil ich die Blue Baby Challenge verkackt habe. So. Ich habe es gestern leider nicht so ganz geschafft, da irgendwas zu announcen. Ich mache das heute noch auf dem Discord, da keine Angst. Aber ihr habt euch für einen 12-Stunden-Stream entschieden und das Datum dafür werde ich noch finden müssen. Heute ist Samstag, heute werde ich es leider nicht schaffen, weil ich nicht da bin. Morgen wahrscheinlich auch nicht, also vielleicht nächstes Wochenende, aber das werden wir sehen. Und ja, die Strafe, die wir auf YouTube machen, die wird irgendwas mit Jacob und Esau sein. Ja, ja, lasst euch überraschen, das wird toll. Heute machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge Challenges und ich stelle euch auch die Frage, ne? Ist ja, also, ist scheißegal, ne? Aber ich sehe es ja zum Beispiel auch an den Videoaufrufen. Ich sehe es an Leuten, mit denen ich über Isaac rede. Ich sehe es bei Kumpels, Freunden und all sowas. Wir machen übrigens Swallowed, hier Slow Roll und holen uns den Swallowed Penny heute. Das ist ganz witzig, die Challenge. Challenges in Isaac sind irgendwie total unbeliebt, ne? Irgendwie sind die total unbeliebt. Natürlich, es gibt Challenges, die machen auch Spaß und so, ne? Aber Challenges sehen die meisten wohl eher so als Drag. Man muss es halt machen, aber man will nicht eigentlich. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich vermute ja, es liegt daran, dass das Game einfach schon 10 Jahre alt ist. Und gerade so die ersten, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber so die ersten Challenges, die da alle aufgelistet sind, die gibt es halt schon seit Anbeginn. Und die wurden auch nicht verändert oder sowas, ne? Ist es einfach der Grund, dass man das schon zu häufig gesehen hat, zu häufig gemacht hat, dass man vielleicht mittlerweile das Spiel besser beherrscht, als man es am Anfang beherrscht hat und vielleicht diese Challenges halt keine Herausforderung mehr darstellen, sondern einfach nur, naja, man muss sie halt machen und es ist eine Zeitverschwendung. Was meint ihr? Woran könnte das liegen? Also, ich glaube, es ist halt kaum von der Hand zu weisen. Oh mein Gott, so ein First Floor Devil Deal, leider beschissen, aber hey. Ich glaube, ich nehme mal hier Ghost Baby. Weil vielleicht werden wir noch tatsächlich conjoined. Und das wäre zumindest was Neues für diese Challenge, weil diese Conjoined-Transformation, die gab es damals noch nicht. Ja. Aber ja, es ist halt so, wir haben eine Fire Rate aus der absoluten Hölle, ne? Also ich halt gedrückt. Ne? Aber dafür dezimieren wir quasi alles. Ah, oh, das Gift wäre schon wirklich sehr, sehr schön. Andererseits nehme ich mir einfach das Herz hier mit. Ich wollte nur mal gucken, ob es hier Item Rooms gibt. Gibt es nicht. Aber goldene Kisten, die wir nicht aufmachen können. Super. Oh, Secret Room vielleicht hier, ey? Vielleicht? Und ein Fünfer und drei ganz merkwürdige Gestalten. Ist das Dr. Eggman? Ey? Der Bart, ne? Der Bart. Ich glaube, der Bart ist es. Ich glaube, das ist Dr. Eggman, ey. Erwischt. So, und der Super Secret Room ist natürlich selbstverständlich hier. Und noch ein Sony Moly, das ist doch herrlich. Gut, dann machen wir den Boss weg. Patonk, guck mal, halbes Leben einfach weg. Ja, ist schon eine der leichteren Challenges, würde ich mal fast sagen. Tears up, Wunderbärchen, weiter geht's. Ja. Aber wie gesagt, wir stellen uns die Frage, ne? Was ist denn an den Challenges dran, dass sie halt so unbeliebt macht? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe ja so meine Theorien, aber wissen tue ich es halt nicht. Und ich glaube, ich werde nochmal irgendwann ein Video machen, wenn wir durch sind mit den ganzen Challenges, wo wir einfach mal diese Challenges ranken. Vielleicht einfach nach den Unlocks, die es aus den Challenges gibt, oder einfach nur wirklich nach dem Spaßfaktor der Challenge. Weil ich glaube, das wäre vielleicht mal ganz interessant, ne? Um dem Ganzen so ein bisschen auf den Boden zu fühlen. Sagt man das so? Ich keine Ahnung. Naja. Ich find's auf jeden Fall spannend, weil Isaac ist halt einfach, ja, ich würde halt immer noch sagen, bis auf Dark Souls, mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist einfach so geil. Aber die Challenges, ich weiß schon immer, wenn ich mich an eine Aufnahme setze und es kommt eine Challenge, dann bin ich immer so ein bisschen, ja, okay, müssen wir halt machen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber nicht dieses, oh geil, heute wieder Isaac? Mal gucken, was wir heute wieder für einen Run bekommen.
Attacke Macke, obwohl es ja eigentlich genau das gleiche ist, ne? Gut, keine Item Rooms, aber sonst, es gibt, es sind ganz normale Runs, die halt random sind wie jeder andere. Norch, Speed Up, ne, Gulp. Ah, cool. Da haben wir das Petrify Poop Trinket geswallowed, ey. La, la, la. So. Titty Rocky. Hm. Soul hat laufen heute, ey. Das muss ich sagen. Hm. Schlüssel aber nicht. So, Secret Room hier. Ja. Na gut. Bringt nichts, aber naja. Gut. So, Monstro, jetzt reißen wir dir auch nochmal das Gesicht auf, wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, dass sein Gesicht gleichzeitig sein Arsch ist, aber ist nur meine Theorie, ne? Ist nur meine. Range Up, sehr schön, Devil Deal, rein da. Mm, Book of Sin? Guppy, ich glaube, Guppy lohnt sich nicht, ne? Ich glaube, Guppy lohnt nicht. Das reicht doch, wir nehmen einfach beides, oder? Ne, ein rotes, ein blau, oh. Oh. Aber jetzt haben wir nämlich den Schlüssel und können schön diese Kiste hier aufmachen. 3 Euro, das bedeutet, wir können einen Speedrun aus dieser Challenge machen. Halbwegs. Mit Glück. Und zwar holen wir uns Card Reading. Babom. Und jedes Mal, wenn wir jetzt auf einen Floor gehen, auf einen neuen, dann haben wir die Möglichkeit, an gewisse Orte zu teleportieren. Und ganz häufig ist eben auch der Bossfight direkt mit dabei. Und da wir keine Item Rooms haben, warum nicht einfach so zum Boss gehen, ne? Ehrlich. Ah, das ist nur der Secret Room, aber egal. Gehen wir da auch mal rein. Babom. Ich habe irgendwie nie das Glück, dass ich Items bekomme, wenn hier so eine Reroll-Maschine drin ist. Jetzt das Mystery Gift, ne? Oh, das wäre ja so big. Das wäre ja so big. Und dann holen wir uns einfach den A-Key und machen den ganzen Run nochmal. Warum auch nicht? Boom. Ja, ja. Ha. Oh. Bumm. Gut. Eine Pille? Feels like I'm walking on sunshine. Gut, gut, gut. 3 Euro lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, da reinzugehen. Nein, nein, nein. Okay. Ich dachte nämlich, dass der Secret Room hier wäre, aber nein, nein, nein. Weil wir waren ja schon drin. Oh mein Gott, ey. Es ist zu früh. Ich sag's euch. Es ist einfach schon wieder zu früh. Aber es wird schon irgendwie reichen für so eine Challenge, oder? Bumm. Klar. Ich gehe jetzt... Ach nee, scheiße. Komm, wir laufen einfach durch hier. Wir laufen durch. Wir werden doch wohl jetzt hier nicht sterben, oder was? Oh, vielleicht doch. Mal gucken, ne? Mal gucken. Oh, The Fallen, das gibt ein Devil-Item. Und das Perfection-Trigger. Oh, damn, wir haben noch gar kein Damage bekommen. Ja, herrlich. Missing Page, naja. Ist ein Blackheart wenigstens, ne? Aber wir gehen weiter. Wäre das jetzt ein Brimstone geworden? Ich glaube, dann hätten wir eine Charge-Zeit. Da würden wir eine Stunde drauf warten, ne? Dass wir schießen können. Oh, oh. Oh. Unsere Fire Raid. Ich will alle 3 treffen. Bra. Nein. Easy. Oh, das hatten wir schon mal. Feels like I'm walking on sunshine. Macht das eigentlich Damage? Ah ne, das vergiftet. Aha. Das Poison Debris. Gut, gut, gut. Ist also wie Chariot, nur ohne Contact Damage, dafür mit... Ja, gibt's denen halt einen Dot, ne? Damage over time. Bob. Ja, ja, da kommt meine alte League of Legends, mein altes League of Legends Wissen, so rum. Kommt da wieder raus, hm? Ich war ja noch vom ganz alten Schlag League of Legends, ne? Ich habe League of Legends gespielt, ey, das war, da war das Game noch gar nicht raus. Da gab es Warwick noch gar nicht. Ja, ja. Aber dann wurde es halt leider sehr toxisch und kacke. Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich relativ früh gelernt, dass ich einfach nicht so der Typ bin für Competitive Games. Ich weiß nicht, ich spiele lieber so Singleplayer-Dinger. Aber, beziehungsweise, ich weiß nicht, ich mag es nicht so gerne, wenn Menschen immer so
ausrasten, sich gegenseitig die Schuld geben, einfach dieses ganze toxische Gehabe, das weiß ich nicht, mochte ich noch nie. Und das hat mir auch eine lange Zeit lang einfach die Freude an Videospielen genommen, bis ich halt gemerkt habe, ey, es gibt noch eine ganz andere Welt an Videospielen da draußen. Und zwar die, die du einfach alleine spielst, ne? Ja. Koop ist dann wieder was anderes, ne? Koop ist wieder geil, aber so, PvP, also, wo du halt im Team PvP machst, also sowas wie League of Legends, alles mögliche am MOBA, Games, Overwatch, habe ich 2 Jahre lang jeden Tag gespielt, ey. Aber wirklich, dann habe ich gemerkt, ich gehe eigentlich nur von der Arbeit nach Hause, um ein bisschen meinen Kopf abzuschalten. Aber in der Wahrheit komme ich von einem stressigen Tag von der Arbeit nach Hause, um 3 Stunden am PC übelst den Stress zu haben, alles zu hassen und dann genervt ins Bett zu gehen. Und das ist doch nicht der Sinn an Spielen, oder? Ich sag's euch, wenn es euch ähnlich geht, probiert es einfach mal aus. Spielt Isaac. Auch frustrierend, aber es ist ein anderer Frust, weil da könnt ihr euch selber die Schuld geben. Und nicht müsst ihr sagen, ja toll, der Typ hat halt wieder Hanzo gepickt in einem Competitive Game, hat aber null Ahnung von Aiming. Und anstatt hier einfach einen zweiten Tank zu nehmen, damals ging das noch, spielt er jetzt einfach Hanzo. So, was soll die Kacke? Oder Genji. Irgendein Genji, der halt noch nie in seinem Leben Genji gespielt hat, denkt sich einfach, ey hier, das ist jetzt hier ein Competitive Game, es geht um Flat-Einstufung und sowas. Lass mal Genji nehmen zum ersten Mal probieren. Warum nicht? Lass mal einfach testen. Ja. So sind sie drauf, die Leute, ne? Und dann bist du sauer auf diese Leute. Aber wenn du hier bei Isaac verkackst, dann kannst du höchstens sauer sein auf dich selbst. Oder, wie ich das immer gerne machen, naja, Edmund halt die Schuld geben, ne? Dass Delirium wieder in mir drin gespawnt ist. Aber trotzdem ist das eine andere Art von Frust. Ist einfach so. Ja, ja. Oh! Ja, ich würde ja super gerne jetzt demnächst auch mal ein Video von den Supermarkt oder Simulator machen. Denn ich habe das ein bisschen angetestet und ey, ich war halt wirklich instant war ich süchtig, ne? Geiles Game. Ich will wissen, wie das da weitergeht. Ist halt noch in der Alpha und so, ne? Aber vielleicht mache ich da nochmal ein Video drüber. Wir gehen direkt zum Boss. Dann wollte ich nochmal gerne Another Grabs Treasure aufnehmen oder halt on Stream oder wie auch immer. Aber ich komme halt einfach nicht dazu, diese Isaac-Folgen aufzunehmen und zu bearbeiten halt hinterher, ne? Das nimmt halt so viel Zeit ein. Und während das Video dann rendert, die 2-3 Stunden, die es am meisten dauert, kann ich halt den PC nicht nutzen, weil das Rendern sonst 6 Stunden dauern würde. Deswegen, ja. Ich weiß auch nicht, wie die Leute das alle immer so machen. Aber ich werde noch drauf kommen. Ich werde noch drauf kommen. Zweites Guppy-Item, ja komm. Ich hätte vorher den Bree spielen sollen, egal. Aber wisst ihr was, ey? Die Fliegen, die werden 200 Damage machen, ne? Oh, lass mal Guppys Head mitnehmen. Ja, und weiter geht's. Ach man, schon wieder nur der Secret Room. Ich will doch einfach nur zum Baus. Aber ist eine Abkürzung. Rein da. One makes you larger. Puberty. 48. Oh mein Gott, ey. Jetzt gibt's Fliegen, ey. Die machen 200 Damage, das Stück. Guckt es euch an. Ja, gut. Gut, gut, gut. Hier wird jetzt alles gewone-shottet, glaube ich. Wenn wir jetzt noch irgendwie schön neuen Life finden oder sowas. Oder irgendein Gabi-Item halt aus einer Red Chest. Das wäre doch ganz witzig. Aber eigentlich auch komplett irrelevant, weil das ist der letzte Floor. Wir sind gleich durch und wir sind bei 15 Minuten. Vielleicht schieben wir dann noch eine Challenge hinten ran. 15 Minuten sind dann schon wirklich sehr, sehr kurz. Oder was? Mann, oh komm. Werden wir wenigstens mal ein bisschen größer? Achso, wir sind noch gar nicht durch hier. Da, du Affen. Komm her hier. Gib mir das. Gib mir das. Oh. Mal gucken. Und noch mehr Luck. Ist doch herrlich. Pardon. Ey, wenn wir jetzt mal schaffen, ohne Damage zu taken, dann haben wir komplett den ganzen Run geschafft, ohne einen Hit zu nehmen, ne? Auch mal was Neues. Meh. So, Mutti. Jetzt geht's los. Isaac. Blah.
Okay, wir haben keine Red Mom oder so. Das ist einfach eine stinknormale Mutter. Das war knapp. Wir sind zu groß für diese Welt. Fliege. Tschüss. Ey. Weißt du? Ich geh doch mal kurz reingucken. Himolacria, oh damn. Sprinkler. Mysterious Liquid. Okay, das ist schon ein geiler Boss Rush, ey. Aber kaum Scheiß drauf. Wir sparen uns die Zeit, machen noch eine zweite Challenge hinten ran und dann sind wir schneller durch mit den Dingern, oder? Boom. So, das war der Swallowed Penny mit Slow Roll. Und jetzt gucken wir uns nochmal... Ich würde Beans machen, um den Burn Penny noch zu holen. Oder vielleicht Purist. XXL dauert halt sehr, sehr lange. Da ist jeder Floor halt ein XXL Floor. Oder ein XL Floor. Nee, komm. Machen wir hier oben nochmal schnell Beans, würde ich sagen. Ich glaube, die war gar nicht so leicht auch, ne? Ja, wir können nicht schießen, sondern wir haben halt die Bohne. Und 99 Bomben, die Damage im ganzen Raum machen. Und damit müssen wir quasi jetzt Mama besiegen. Okay, also die Black Kerne wäre schon ganz geil. Aber ich glaube, wir kriegen das Geld nicht ran. Denn die Bomben können wir jetzt nicht nutzen, um hier großartig... Ne? Und so. Sondern wir müssen uns sie wirklich einteilen, die Dinger. Manchmal macht es auch Sinn, in einem Raum, wo du mehr als zwei Bomben benötigen würdest, oder mehr als eine, achso, dann einfach dich durch die Tür zu sprengen. Das macht manchmal mehr Sinn in dieser Challenge tatsächlich. Aber gucken wir mal. Wir müssen ja nur mal am Fuß besiegen, also es ist jetzt nicht so, dass wir zu Isaac gehen oder sowas. Aber komm, hier will ich die Tinted Rock eh holen. Ich glaube, die Bombe hätte ich nicht nehmen sollen. Hier würde ich mich durchsprengen, weil hier brauche ich mehr als eine Bombe, oder vielleicht auch nicht? Easy. Gut. Ja, ich glaube auch hier gab es, check mal, ob hier der Secret Room ist. Item Rooms nicht. Ich hatte gehofft, dass er davon stirbt. Aber den war nicht. Oh. Ne? Und deswegen ist diese Challenge stinkig. Da. Ja, so, jetzt kommt mal schön zusammen. So. Und weiter geht's. Okay, hier kann ich mich nicht durchsprengen. Hier mache ich einfach so. Und ab zum Boss. Ja, für die Bosse können wir eigentlich Bomben direkt nehmen. Das würde sonst viel zu lange dauern. Hier. Jo. Da hätte ich mir sogar die Bomben sparen können, ne? Ich hätte gar nicht angreifen müssen. Und dann hätte ich die Plumpflut, aber nee, das ist besser so. Ist besser so. Ja. Floor 2. Easy läuft. Cellar 1. Nee, gar keinen Bock, ey. Ich hoffe einfach, das ist der richtige Weg. Ratatat. Ratatatatat. Okay, einmal Poison reicht sogar. Bitte stirb davon. Ah. Na gut. Jau. Da lag wohl irgendwo noch eine Bombe, die würde ich gerne nehmen. Aber bis jetzt sind wir eigentlich ganz gut klargekommen mit den Bomben. Also, das ist jetzt quasi... Ich glaube, wir werden auf den dritten Floor kommen mit noch... Mit noch locker 90 Bomben. Ja, easy peasy. Von daher alles cool. Das bringt uns halt leider überhaupt gar nichts. Davon... warte mal. Das könnte helfen tatsächlich. Lass uns das mal mitnehmen. Einfach mal testen. Shot Speed up, super. 48 Hour Energy, jawohl. Und weiter. Ja, bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, Gegner, aus denen noch mehr Gegnern kommen, werden definitiv mehrere Bomben fressen. Von daher einfach durchspringen. Was soll's. Was soll's, ne? Komm, kommt mal hier in meinen Schatten rein. Das wäre ganz geil. Nee, scheiß drauf. Hoffen wir mal, dass es der richtige Weg ist. Und es ist der richtige Weg. Also alles herrlich.
Boom. Und auf zum Baus. Pestilentium. Ich glaube, der ist nicht immun gegen Toxic oder so. Hier ist auf jeden Fall ein Tinted Rock. Will ich haben. Und bumm. Er lebt immer noch. Komm. Geh mal in den Schatten. Geht nicht, ne? Au. Na gut. Auch wieder eine passive Damage-Quelle. Also bontastisch. Blofor. Mhm. Und wir haben noch 85 Bomben. Mapping wäre halt ganz geil. Oh, das war richtig klug auch. Kriegen wir den noch down? Ja. Gut, weil ich bin am überlegen, ob ich hier nochmal rein will. Soul of Isaac. Ja, komm. Und wenigstens mal ein bisschen Excitement reinbringen hier. Bum. Ja, hier kann ich auf jeden Fall ordentlich... Hey. Beruhigt euch. Amnesia, geil. Patoink. Oh. Was geht hier ab? Okay, ja, mal wieder die Konzentration reinhauen hier. Boah. Hier, Poison Touch. Ganz gut. Mhm. Es war der falsche Weg. Ja. Ich nehme das einfach mal mit. Manchmal kommt ja der Pilz, wo wir ein bisschen schneller unterwegs sind und so. Minimarsch müsste das sein. Boom. Death? Ich glaube, hier lohnt sich das jetzt aber nicht. Ne, wir gehen weiter. Boom. Nein. Shitty. Links. Ah. Bam. Gut. Aha. So. Ja, bei denen ist das Timing halt ein bisschen schwierig mit der Bombe, ne? Ah, oh. Ja. Da. Aber immer schön dahinter legen, dann gehen die ganzen Kackspalten auch kaputt, die er hinten spawnt. Ja, der kostet halt einige Bomben, ne? Sehr, sehr tanky. Aber nützt ja nichts. 70 haben wir noch. Ich glaube, 2 Floss noch. Ich? Oder so? Mal gucken. Okay, der noch und dann haben wir schon Mams Foot. Mamis Futter. Nicht bei... Oh, pfui. Ich hätte mich durchspringen sollen. 69, though. Ha! Nimm das. Oh, big. Big. Nee. Auf keinen Fall. Wenn der mir Mama Mega gibt, ne? Oh Gott. Das wird schon noch reichen, ne? Komm, gönn was. Sad Bombs? Auch gut. Ich mach mal Soul of Isaac. Okay. Sad Bombs. Aber Cricket's Buddy wäre natürlich geil, würden wir Tränen haben. Haben wir aber nicht. Ne? Ja. So. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir noch den Cube of Meal haben. Damit können wir doch auch easy angreifen. Warte mal. Funktioniert das? Ja, es gibt mir Speed, bis das Ding geladen ist. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Ne, hier spreche ich mich durch. Sad Bombs sind schon big. Komm, lauf rein. Yo. A Shade schon ganz geil, ne? Wenn man es halt ein bisschen aktiver einsetzt. Neuss. Und Elgato. Ah, die Übel-Champion-Version sogar. Okay. Ah, alles mitgenommen. Alles mitgenommen, was geht. Aber das ist doch schön. Squeezy ist ein Lifesaver. Krampus ist ein Arschkopf. Piff-Puff.
Haben wir die Bombe zum Blocken genutzt? Nee. Brrr. Wir brauchen schon die Bohne. Ich glaube, wir brauchen die wirklich hart. So, das war's schon wieder. Letzter Floor, ne? Wir sind bei 27 Minuten. Damn. Einfach zwei Challenges unter 30 Minuten. Aber hey. Mal gucken. Noch haben wir nicht gewonnen, ne? Oh. Na, hier auf jeden Fall durchsprengen. Das ist ja Free Devil. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Na? Temperance? Nee, danke. Macht sie weg! Ey, die Dinger sind schon echt stark. Ich bin wirklich fasziniert. Ich habe das total unterschätzt. Ich meine, es war super kacke, die überhaupt erst zu triggern, aber wenn man ein bisschen drauf achtet, das geht schon klar. Und noch eine Tower. Ja, komm. Attacke, ey. Das schwarze Herz hat geklärt. Lebt noch jemand? Nö. Mutter! So, einfach die ganze Zeit alles ballern hier. Wir haben genug Bomben. Das sollte passen. Bisschen baiten. Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Okay. Da, da, da. Get farted on. Und so. Das ist ja der cleanste Motherfight ever, ey. Ui. Bam. Oh, der Patient Boy. Big Money mitnehmen. Jetzt kommt Goathead, das ist super. Wir sind bei 10 Minuten und hier ist nur Trash. Gut, dann holen wir uns die Trophy. Trophy? Trophy, Alter. Und den Burn Penny. Und sagen, Dankeschön. 40 Jahre, die Flippers, Alter. Ja, so machen wir das. Das war's zu den Challenges erstmal wieder. Ab morgen gehen wir dann mal in eure Bestrafung rein. Ne? Irgendwas mit Jacob und Esau. Und ich meine, es war von wegen, wir müssen Blue Baby besiegen. Aber nur einer von denen darf Items nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob Consumables da auch noch reingehen, aber ich glaube, das wird schon knackig. Das wird schon knackig. Und ja, der 12-Stunden-Stream, der kommt natürlich auch. Und da werden wir natürlich auch Isaac spielen, werden nochmal vielleicht ein, zwei Challenges machen. Also Challenges von euch, nicht diese Ingame-Challenges. Und ich habe mir gedacht, dass wir, dass ich pack da nochmal was oben drauf, um das Ganze ein bisschen spiciger zu machen und auch als wirkliche Bestrafung für mich dastehen zu lassen. Aber das erkläre ich euch dann an dem Tag. Bis dahin sage ich erstmal, oder bis morgen, sag ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen wart, seid und so weiter. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mir sehr gut gefallen. Würde mich freuen auch. Und schreibt was in die Kommentare, was ihr vielleicht demnächst sehen wollt. Und ansonsten, ey yo, bis morgen, ne? Und stay cozy. Bye, bye. Gut.